Da muss ich echt sagen, es funktioniert wirklich nicht. Es stürzt immer schon ab. Ah, wo hatte ich denn zuletzt gespeichert? Da. Ich hab mal einen Laser. Ah, fick dich! Ich hab mal einen Laser. Das Problem ist, wenn da Explosionen sind, sieht man auch nicht, ob der mich gerade zieht und ob die und... Ah, man sieht es immer nicht. Die Explosionen sind so groß. Kann ich die nicht abschalten? Oder klein minimieren? Kleine Explosion. Hätte ich gerne in Echtzeitstrategie spielen, wenn ich Atombomben losjage oder so. Eine kleine Explosion. Eine ganz kleine bloß, ja? Etwas so groß wie die Explosion, die entsteht, wenn ein Hund einen Mensch tot beißt. Wie? Habt ihr keine Sprengstoff auf Hunde geschnallt? Ich dachte, das Ding wäre tot! Wo war ich jetzt? Ach ja, ich war dabei, Sprengstoff um Hunde zu schnallen. Sterben. Sterben. Es ist tot. 80. Muss doch hier langsam mal das. Ja, super, jetzt sehe ich hier nichts mehr. Hinten ist hier dieser hyperaktive Panzer, der. Ui. Stirb. Stirb. Nicht schießen. Sterben. Hey, ich habe noch Solare. Was zur Hölle ist das denn jetzt schon wieder? Hey, ich habe noch Pyro. Stell ich jetzt das fest. Schon mal auffallen, dass das abstürzt gelegentlich? Mir nicht. Das war meine letzte Solaris. So ist dieses Trojax-Ding rot. Der hat auch eine bessere Version als ich. Und rot ist immer besser. Ja, kann ich vergessen. Jetzt spawne ich ja praktischerweise wieder Chaos. Hä? Null? Was? Habe ich es getötet? Wohl eher nicht so. Jetzt habe ich es getötet, was auch immer es war. Oh ja, das Ding mal aus der Entfernung in die Luft. Das sind uns gar nicht dafür, dass hier die Glühbirnen kaputt sind. Tauschen sie auch nicht aus und wir fliegen gleich weiter. Ja, Pyro und Sass ist das gleiche, warum auch immer. Geht doch mal weg, ihr scheiß Mistviecher. Wie kommen denn da noch? Jetzt wollte ich eine Rakete zünden, aber ich habe nicht mehr so viel Raketen. Dann wird man wiederbelebt und ist wieder halb tot. Ach ja, richtig. Moment. Ah, ich hab schon über. Nee, Pyro und Sass haben unterschiedliche Munition. Das Maximum ist nur dasselbe. Und dann will mir Delfino erzählen, es gibt nur zwei Munitionsarten. Wäre ganz einfach zu merken, ja. Am Arsch. Es gibt drei. Verarsch mich hier voll. Sag mal, sind die Flammen zielsuchend? Sah mir eben, sieht teilweise so aus. Ich habe übrigens 11 Goldbars. Oh, das gefällt mir doch schon wieder gar nicht.
Ausgang durch Landeplatte-Eingang. Hat sich in Luft aufgelöst. Ist da noch irgendwas? Will ich das überhaupt wissen? Ich hau ab. War doch ein Kinderspiel. Crystals 0. 14 Goldbars. 88 von 94. Ja, man muss nicht alles töten. Und 4 von 5 Secrets sogar. Mann, bin ich gut. Hey, jetzt schützt schon am Level Anfang ab. Wird ja immer besser. US Air Force. Diese Einrichtung tief unter der Wüste von Nevada beherbergt alle schmutzigen Geheimnisse des Militärs. Hier sind an mehreren Stellen neu entwickelte biologische Bomben versteckt. Dabei handelt es sich um höchst begehrte Waffen. Finden Sie die Bomben und kommen Sie. Weil ich noch mehr Geld will, als ich jemals im Leben ausgeben kann. Wie viele Gegner waren da? 205? Oh, fick dich. Was zur Hölle? Hallo? Ich hab gerade erst gestartet. Lass dich treffen. Lass dich treffen. Hör auf auszuweichen. Ich hab gerade erst gestartet, Mann. Und dann setzt mir gleich so eine Scheißeinheit vor. Ich verballer gleich mal meine ganze Munition. Nein, ich hab doch die nächste Stufe. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich doch gar nicht. Es gäbe Leute, die würden jetzt so neu anfangen. Ich mache das natürlich nie. Wo ist es? Ich will bitte mal sterben. Ja, geh zurück in einen Tunnel, aus dem du gekommen bist. Das ist nicht der Tunnel, aus dem du gekommen bist. Das ist mein Spawnraum. Geh da raus. Meinst du, gemein waren die ja nicht mein Teaser? Doch, waren sie. Da sind sogar noch Monster-Spawner um den Spawnraum rumgesetzt. Das ist scheiße. Ich glaube, ich muss der Dämon mal ein schönes Decent 2 Level bauen. Oder Decent Level. Schön mit nur so enge Gänge. Voll mit Monster-Spawner. Aber auf jedem kommt roter Halb und ziehst in den Raketen. Und du startest und dann musst du extrem langen Gang entlang fliegen. Aber dessen ist ein ferngesteuertes Sicherheitsvirtual. Ist dann der blaue Key, dann musst du zurück zum Anfang fliegen, die blaue Tür öffnen, dann kriegst du einen gelben Key, dann musst du wieder zurückfliegen, wo der blaue Schlüssel war, und die dann die gelbe Tür öffnen, dann musst du wieder. Dann kriegst du da den roten Schlüssel, dann musst du dann wieder zum Anfang zurückfliegen, wo du den gelben Schlüssel auch gekriegt hast, kannst dann die rote Tür öffnen. Dann kommt der Reaktor und dann musst du wieder zurückfliegen zum wo du den roten Schlüssel hier hast, da gibt es dann den Ausgang. Das Ganze ist so lang, dass du es selbst auf der Leistungsstufe zeitlich nicht hinkriegst. Perfektes Level. Oder noch besser, Fusion Hulks! Das wäre geniales Level. Wie lange kann man so ein Level in so einem Gang maximal machen? Das wäre bestimmt ein lustiges Decent Level. Wäre bestimmt ganz ruckzuck beliebt. Ganz schnell ruckzuck beliebt. So. Ich jag mal die Tonnen in die Luft. Vielleicht gibt es was Gutes. Munition sage ich nicht nein. Was haltet ihr von meiner Level-Idee? Ja, ist doch genial, oder? Das würde doch jeder gern spielen. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und wie spielt Dämon dann auf Inseln? Das ist da oben so.
Will ich jetzt unten oder oben lang? Ich glaube, ich will nirgendwo lang. Ich will die Schildenergie aufsammeln. Eine Schütze der Gilde. Tür verschlossen, welche Tür denn? Darf ich mir die Tür wenigstens mal anschauen? Nö, jetzt ist er offen. Ich weiß nur noch nicht, um welche Tür es geht, aber sie ist offen. Vielleicht um die Tür. Hi Vince! Ja, die juckt natürlich mal überhaupt nicht, ob da irgendwie... Oh Gott, nein. Wind ist oder nicht, das juckt. Wieso müssen sich die Gegner nicht an physikalische Gegebenheiten halten? Das kotzt mich immer so an. Sterben. Nicht ich! Nicht überhaupt lang. Lalala, lalala. Will ich doch gar nicht lang. Nö. Will ich nicht. Lalala, lalala. Ich fliege oben lang, oben lang. Ich habe keine Sus-Gun und keinen Flammenwerfer und keinen atomaren Partikelbeschleuniger und keinen Weltuntergangs... Aha, ich kann euch sehen, ihr könnt nichts tun, aha, ihr seid solche Versager. Was tust du denn schon wieder her? Geil, ich schicke dich wieder dahin zurück. Das war für den Schrotthaufen, auf den du gekommen bist. Schrott zu Schrott, Müll zu Müll. La 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 la. Das Treffen ist ja doch. Ich werde hier von der Tür eingezwickt. Nicht so deine Zug von der Tür. Jetzt soll ich aufhören, auf Dinge zu schießen, die ich gar nicht in meinem... gar nicht treffe. Hui. Ich kann mal sterben. Ach, leck mich. Astro! Ach, overheated, fick dich! Super, deswegen habe ich jetzt einen Großteil meines Schildes verloren, weil er overheated ist. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Leck mich. Dann stürz halt ab, ist mir doch egal. Habe ich da noch meinen Riesenhaufen Schildenergie? Okay, ich gehe woanders hin. Irgendwo, wo es Munition gibt. Ich kann auch da drüben lang, oder nicht? Hallo? Nee, kann ich nicht. Ich kann wieder aufschießen. Ha. Was haben wir letztes Mal? Nee, da drüben ist nichts. Boah. Kann noch was kaputt schießen? Nein. Nein. So, das war einmal. So, noch ein paar Gegner. Aber das mal Stück für Stück. Hallo, fuck, Kacktür da. Wie soll ich das denn wieder schaffen? Diese Kacktür, die schleudert mich immer wieder zurück, wenn ich dagegen... Hey, das Spiel ist abgestürzt. Das ist immer was Neues. Das hatten wir ja noch nie. Ah.
ich auch mal loswerden. Aufbleiben. Irgendwas ist in die Luft geflogen. Leider nicht das, was ich gerne hätte. Stirbst du jetzt bitte mal? Ach, leck mich! Ich muss wirklich nach jedem Gegner hier speichern. Nicht mal gecrashed, jetzt erwartet. Ach komm! Ist überhaupt nicht scheiße, dass es dauernd abstürzt. Das finde ich total super. Jetzt stirb doch einfach! Ich halt nicht sterben will! Dieses scheiß abbrannende Dreck da! Und die scheiß Laden. Hey, trifft das Ding auch mal irgendwo nicht? Stirbst du jetzt mal bitte? Scheiß Ventilator, ich versuche hier was aufzusammeln. Den Ventilator zeige ich es jetzt. Oh, ich kann nicht reinfliegen und ihn blockieren. Haben sich wieder schön ausgedacht. Nichts drin. Hurra. Mal spawnen dafür jetzt wieder. Ich verzichte auf die Munition. Ja, fick dich doch. Mein Schutzschild hat sich aufgelöst. Toll. Das habe ich mir gewünscht. Langweilig. Das sieht so einfach. Was? Ich bin doch. Ach, leck mich. Fino darf nie wieder irgendwas vorschlagen. Und Dämon auch nicht. Nie wieder. Das sucht's gar nicht erst. Kann ich gar nicht oft genug erwähnen. Was ist das auch für ein komischer Turm? Warum schießt der so beschissen? Er ist overheated! Deine Mutter ist overheated! Ich hab keine Sus-Gun. Aber ich hab einen Laser, damit treffe ich ihn auch ganz gut. Oh. Jetzt bleiben bitte alle mal tot. Oh. So, was ist denn da hinten noch in den Kisten? Nichts und nichts. Hey, das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und es nicht bekommen. Das ist so deprimierend. Hinten ist doch irgendwas.
Geh doch mal durch. Hey, es ist abgestürzt! Juhu! Ich freu mich so. Verschwindet das irgendwann mal wieder? Was habe ich denn da beschossen, dass es ausgefahren ist? Das verschwindet. Oh, das Ding tötet mich, okay. Dann... Nein, das schiebt es bloß weg. Achso, ne, dann ist das alles in Ordnung. Was machst du dann noch so? Alles wegblasen, alles wegblasen. Keine Munition. Nicht wichtig. Hey! Nicht durch mich durchfliegen. Ignorier mich nicht! Das ist ja wie eine Realität. Alle ignorieren mich. Niemand hat mich lieb. Zeit, die Pulsadern aufzuschneiden. Schnell alles töten, alles töten, alles töten, alles töten. Was in den Fässern? Nichts. Nichts. Ich hasse es, wenn nichts in Fässern ist. Dingsbums. Nein, ich glaube, das war schon, was ich mit der Stealth Power machen konnte. Leider. Leider. Ja, das hat so gar nicht gebracht. Geh auf! Rassistische Tür! Bloß weil ich nicht schwarz bin, lässt du mich jetzt hier nicht rein. So, tot. Kennt ihr das, wenn euch niemand lieb hat? Mich hat nämlich niemand lieb. Alles dumme Arschlöcher sind! Wie das Ding! Ist auch ein dummes Arschloch.